Mit Petra Vorderwinkler ist der Tagesordnungspunkt 7, Unterstützungsmaßnahmen für Lehrerinnen und Lehrer hinsichtlich psychischer Probleme von Schülerinnen und Schülern, beendet. Die Debatte, Sie haben es gerade gehört, ist damit nicht der Fall. Geschlossen. Bevor wir in den Abstimmungsvorgang eingehen, wünschen die Clubs eine Unterbrechung. Auch das ist nicht der Fall. Am Vorsitz hat Norbert Hofer Platz genommen. Eigentlich wäre jetzt Doris Bures dran, die zweite Nationalratspräsidentin im Präsidium. Aber Doris Bures ist noch verhindert nach einer Covid-Erkrankung. Und so wechseln sich jetzt turnusmäßig Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und dritter Präsident Norbert Hofer alle 3 Stunden am Vorsitz ab, heute Morgen und am Freitag. Auch das ist mehrheitlich angenommen. Wir gelangen zur Abstimmung über. Jetzt läuft die Abstimmung über diverse Entschließungsanträge und Anträge, die im Laufe der Debatte eingebracht worden sind und auch vorgelesen worden sind. Nächster Tagesordnungspunkt wird der Tagesordnungspunkt 8 sein: Freiwilliger nationaler Bericht zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele Österreich und die Agenda 2030. Da geht es um insgesamt 17 nachhaltige Entwicklungsziele, zu der sich die UNO-Mitgliedstaaten verpflichtet haben, zur Umsetzung einen Zeitrahmen von 10 Jahren bis 2030, deshalb auch der Name Agenda 2030 soll der Zeit sein. Wie gesagt, es ist ein freiwilliger Fortschrittsbericht, der wurde von allen Parteien im Verfassungsausschuss zur Kenntnis genommen. Worum geht es da? Es geht etwa um die Beendigung von Armut, um Ernährungssicherheit, Zugang zur Bildung, nachhaltiges Wirtschaftswachstum etc., Verringerung von Ungleichheit, Aufbau einer widerstandsfähigeren Infrastruktur, Maßnahmen gegen den Klimawandel etc. Das ist die Minderheit, der Antrag ist abgelehnt.